Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom griechischen Wein. Ich habe mal wieder Bock, hier ein bisschen weiter zu zocken. Und was tut sich denn hier an unserer absoluten Frontgrenze? In der letzten Folge konnten wir durch ein sehr gutes militärisches Engagement dieses Dorf hier einnehmen und dieses Dorf mit einer Kaserne ebenfalls einnehmen. Das Problem ist jetzt nur, wir sind eigentlich schon relativ angeschlagen, sage ich mal, wobei wir, glaube ich, mit einem konzentrierten Schlag die Hauptstadt Serbiens einnehmen könnten, wenn denn Bulgarien mit mir koordiniert operieren sollte, was mit Sicherheit nicht der Fall sein wird, wovon ich jetzt einfach mal sehr, sehr stark ausgehe. Ich könnte mal ein bisschen versuchen, wir haben ja hier sowas wie Artillerie, dass ich die Hauptstadt so ein bisschen bombardiere. Ja, habt ihr hier schon alle Aufträge? Ich gebe euch mal hier diverse Aufträge. Ich weiß gar nicht, wen ich schon hier angewählt habe und wem nicht. So, dann fangt doch mal an, ein bisschen die Hauptstadt zu bombardieren. Kollege, dürfte ich fragen, was das werden soll? Ich glaube, wenn ich das bombardiere, kriegen alle so ein bisschen Schaden, oder? Okay, meine drei Artillerieeinheiten bombardieren die serbische Hauptstadt. Ich hoffe, ich werde sie über kurz oder lang da ausräuchern können. Das würde mir doch sehr gefallen. So, was steht denn hier alles? So, das, was hier alles steht, das kommt erstmal hoch. Wieso sehe ich keine Garnisonstruppen mehr? Okay, die Hauptstadt nimmt auf jeden Fall mächtig, mächtig Schaden. Okay, ich habe jetzt mal aufgehört, die Stadt zu bombardieren und greife gezielt die Einheiten an. Das scheint aber auch nicht so wirklich zu funktionieren. Jetzt werde ich, glaube ich, auch zurück angegriffen. Militäreinrichtung fertiggestellt. Kaserne. Ach so, das eine Ding, was hier wahrscheinlich repariert wurde, oder? Genau, diese Kaserne. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab, ey? Meine Fresse, ey. Huiuiuiuiui. Oh, was ist denn hier passiert? ich würde mal sagen, Berlin ist ein bisschen umzingelt, eingekesselt. Berlin ist vom Rest Deutschlands komplett abgeschnitten. Das hat man ja so auch noch nicht gesehen. Ach du Scheiße, und hier im Ruhrgebiet, sag ich mal, geht's auch mächtig ab. Was wurde hier eingenommen? Stehen die denn hier vor? Die stehen vor Essen, sie stehen vor, was ist das hier, Duisburg, Krefeld, das wird hier richtig hart angegriffen. Tja, Deutschland, da hast du dich wohl ein bisschen übernommen, würde ich mal sagen. Ja, sie nehmen kontinuierlichen Schaden. Ich denke mal, ich bereite da gut was vor, den Sturm auf die Hauptstadt. Mal gucken, ob wir die noch diese Folge kriegen werden. Ich habe da so meine Zweifel. Ja, wenn ich diese ganzen Flak-Dinger hochbestelle, bringt das ja auch nicht wirklich was. Was haben wir hier noch? Wir brauchen mehr Panzer. Wir brauchen definitiv mehr Panzer. Ich habe hier sehr, sehr viel Artillerie. Aber so ein panzermäßiges.
könnte die noch hoch beordern. So, komm, Marschbefehl. Ach, Serbien, warum kapitulierst du nicht einfach? Man legt sich nicht mit mir an. Das ist einfach so. Ein diplomatisches Angebot der UN. Industriegüter kostenlos, ja, die nehme ich doch sehr gerne. Das ist doch mal ein gutes und faires Angebot für Griechenland. So, was ich gerne machen wollen würde. Produktion. Wir haben 6 Produktionsstätten für Landeinheiten. Wir hatten 3, wir haben jetzt 6. Das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Hier wird auch gut was produziert. Ja, U-Boote. Ich guck mal den nach. Wie sieht es hier aus? Ja, Pioniere und Panzer, das gefällt mir. Genau, auch alle 6 Städten ausgelastet. Raketendinger können wir nicht produzieren. So, Luft. Das will ich auf jeden Fall produzieren können. Allerdings, ja. 1000. Wir müssten auch mal diese Außenpunkte generell irgendwie ausbauen. Kaserne, Personalmenge 500. Dafür dürfte hier zumindest genug Platz sein für eine Kaserne. Hier kann ich, denke ich mal, auch noch eine Kaserne hinbauen. So, bauen wir mal 2 neue Kasernen. Wie sieht es hier aus? Steht hier auch schon was? Kaserne Bodentruppenfabrik, das sieht gut aus. Kaserne Bodentruppenfabrik. Gehen wir mal hier an die Grenze. Was haben wir hier? Ja, hier muss auf jeden Fall auch noch eine Kaserne hin. Das wird den Türken besonders gut gefallen. Hier bringt es nichts. Hier sind zu wenige. Was ist denn jetzt hier los? Ach du heilige Scheiße. Freunde? Was? Wow. Wieso machen sich meine Leute wieder selbstständig? Also, ganz ehrlich, mein komischer Kriegsminister, der hat irgendwie, also, ich weiß nicht, ob der irgendwie was gesoffen hat oder so. Das ist ja phänomenal, ey. Was macht der Typ denn hier? Greift doch nicht mit diesen ganzen Popeleinheiten einzeln an. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch absolut gar keinen Sinn. Oh, hier sind ja noch die ganzen Garnisonen. Guck, ich bomb die doch da super raus. Sie nehmen kontinuierlichen Schaden. Sie nehmen doch kontinuierlichen Schaden. Ist doch alles gut. Meine ganzen schönen Panzer. Wenn der Panzer jetzt wieder drauf geht. Hier beinahe wieder einen Panzer verloren. Was macht dieser Typ denn hier? Also, so langsam reicht's mit dem Kerl, aber ey, das ist ja schrecklich. Der Typ sorgt dafür, dass ich Panzer en masse verliere. Oh, sehr schön. Also deswegen wollte er das machen, weil die jetzt gerade angreifen oder was? Also ich würde sagen, die Hauptstadt nehmen wir einfach unter Beschuss. Das können wir so eigentlich nicht knacken. Was wir machen könnten. So, da muss ich gerade einen ganz spontanen Cut machen. Meine Güte, ey, da wird man echt angerufen, wenn man wenigstens mal hier 5 Minuten aufnehmen will. Das ist ja... Eieieiei. So, gut, jetzt muss ich gerade mal wieder reinkommen. Was... Ach so, genau hier. Die wollten hier irgendwie einen Großangriff starten. Ob ich mich da einfach mal dran beteilige? Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich könnte auf jeden Fall hier schon mal anfangen... Garnisonen en masse anzugreifen. Hm.
Na, die kommen jetzt alle. Ich habe hier gar nicht so ultra mega krass viel. Oder ob ich das hier erstmal angreife, weil wir sind auch so mega viele Garnisonen. Ja, einfach zu viele, zu wenig Einheiten. Okay, komm, wir versuchen jetzt mal hier irgendetwas zu reißen. So. Ich krall mir mal hier sämtliche Panzer, die ich habe. Und werde mal gucken, ob ich meine bulgarischen Freunde hier in irgendeiner Art und Weise unterstützen kann. Das könnte eventuell dazu führen, dass ich hier richtig hart auf die Schnauze bekomme. Achso, mit dem habe ich hier schon angegriffen. Aber mal gucken. Okay, komm, ich setze mich in Bewegung. Gut. Das war, glaube ich, ein Artilleriegeschütz. Hier ist noch alles okay. Immer wieder zwischendurch gut pausieren. Wir greifen an. Okay, komm, da geht doch noch mehr hier. Da geht doch noch mehr. Okay, komm. Wir wechseln mal gerade. Wir greifen diese Garnison an. Vielleicht können wir die Hauptstadt knacken. Bulgarien hilft auch. Komm. Bulgarien, let's go. Wir müssen jetzt hier alle angreifen. Alle müssen jetzt hier angreifen, Bulgarien. Und ich meine wirklich alle. Komm, Bulgarien, let's do this. Komm schon. Ja. Ja. Komm hier, verpasst der Garnison da den Todesstoß. Ihr greift schon mal die nächste an. Sehr gut. Okay. Okay, 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 okay. So, komm, ihr müsst diese Garnison. Boah, Alter. Okay, du wirst dich erstmal hier. Du wirst erstmal hier zurückfahren. Und die Hauptstadt ist vielleicht doch ein bisschen zu krass. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Eieieiei. Nee, wir haben da definitiv zu wenige. Die Hauptstadt werden wir nicht knacken können. Sehr schön, noch eine Einheit weg. Sehr gut. Schon Bulgarien. Wir schaffen das. Ach so, das sind ja gar nicht größtenteils meine. Ach so, ach so, ach so. Ja, das muss mir auch mal erstmal einer sagen hier. Okay, ich gebe hier nochmal den gemeinsamen Angriffsbefehl. Muss dann aber auch sagen, du gehst reparieren. Und du gehst reparieren. So, zack. Nicht, dass jetzt wieder alle angreifen. Komm. Auch noch mit dem Kampfjet. Das ist natürlich ungeil. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Die nächste Garnisonsarmee ist gefallen. Sehr gut. Bulgarien, das schaffen wir. Bulgarien, ich bin fester Überzeugung, die fallen hier wie die Fliegen. Aber du sollst dich auf jeden Fall reparieren gehen. Habe ich hier überhaupt noch was? Habe ich hier überhaupt noch richtig viel? Hier habe ich noch richtig viel. Ja, das ist natürlich. Sind das natürlich jetzt nicht so die übelsten Spezialkräfte, die ich hier noch habe. So, warte mal. Ja, du kannst dich aber schon mal reparieren gehen. Komm schon, Bulgarien. Nein, nicht wegfahren. Lass mich nicht allein, Kollege. Die knacken wir. Das ist nicht viel. Wir können die Hauptstadt einnehmen.
So, du bist schon auf dem Rückweg. Ich gebe dir nochmal extra den Reparieren-Befehl. Das können wir schaffen. Ja, gleich fällt die nächste Garnison. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Da kommt der nächste Panzer zur Unterstützung. Das sieht gut aus. Was ist denn jetzt? Einrichtungsbau abgeschlossen. Hydro, ach das Ding hier, das wurde repariert. Das ist sehr gut. Was kriegen wir hier? Kostenlos Industriegüter, das nehme ich natürlich an. So, ja, Flak kann da erstmal noch stehen bleiben. Die fliegen ja auch mit ihren komischen Flugzeugen rum. Na gut, das ist die nächste Garnisonsarmee. Ich glaube, vieles, was hier kaputt geschossen wird, gehört auch unseren Verbündeten. Kommt weg damit, das schaffen wir. Sehr gut. Das sieht erstaunlich gut aus, möchte ich mal anmerken. Okay. Neuer Angriffsbefehl. Hiervon, ach, hiervon gehört uns sogar auch einiges. Okay, wir haben ja doch relativ viel. Okay, komm. Neue konzentrierte Befehle. Komm. Komm. Komm, Leute. Schieß das Ding runter. Gib Gas. Boah, ich hab nicht mehr viel. Was ist das denn hier? Monsieur Panzer. Würden Sie bitte Ihren Hintern zur Grenze bewegen und mithelfen? Das wäre wirklich sehr, sehr gut. Du wirst dich schon mal reparieren gehen. Schon. Das müssen wir schaffen. Die nächste Garnisonsarmee ist gleich down. Ja, du kannst dich schon mal reparieren gehen. Ja, sehr gut. Noch zwei Garnisonsarmeen, das ist kaum noch was. Okay, warte, jetzt habe ich gerade irgendwie Mist gebaut. Du sollst dich natürlich reparieren gehen. Okay. Oh, komm schon. Komm schon. Sehr gut. Das knacken wir. Die knacken wir. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die knacken können. Okay, der wird gleich, denke ich mal, automatisch sterben. Was haben wir hier denn? Forschungsdurchbruch. Fortgeschrittene Recyclingmaterialien. Ja, das ist sehr schön, dass wir einen so sozialen Forschungsdurchbruch in Kriegszeit haben. Was steht hier denn? Um 8 Heilige Scheiße. Okay. Okay. So. Wir müssen die Garnisonstruppen da auf jeden Fall rausschießen. Du kriegst den Reparierenbefehl. Bei euch sieht noch alles soweit gut aus. Komm, schieß sie da raus, ey. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wobei wahrscheinlich wird Bulgarien sich nicht wieder fein und hinterher snacken. Komm, Bulgarien, jetzt noch mal mit allem. Sehr gut. Sehr schön, ein neuer reparierter Panzer. Ich kann schon mal die nächste Truppe angreifen. Nice. Da waren es nur noch zwei. Ich glaube, das wird was. So, Infanterie nachrücken.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das läuft besser, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Ach du heilige Scheiße. Okay. Reparieren. Eieieiei. Das wird wieder so eine knappe Kiste. Wir haben ja auch gar nichts mehr wirklich hier. Hier ist noch ein bisschen was, aber die möchte ich da erstmal stehen lassen. Oh, Bulgarien. Du kannst mir noch ein bisschen helfen, bitte. Noch ein paar Einheiten. Hier, komm, reparieren, Junge. Gib Kette. Ja, du kannst dich auch schon mal reparieren gehen. So. Ja, hier sieht doch alles gut aus. Neuer Panzer, sehr gut. Ja, komm, komm, mach sie weg. Mach sie weg. Komm schon. Okay. Die anderen Städte beschäftigen. Sehr gut. Okay, jetzt eskaliert die Sache hier gerade ein bisschen. Haben wir noch irgendwas stehen? Ah, shit, ey, das sieht gar nicht gut aus. Nur noch eine Garnisonstruppe. Aber meine Einheiten sind alle sowas von für den Arsch. Ah, komm, nimm die unter Beschuss. Du gehst dich aber reparieren. Ein sehr, sehr guter Angriff. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir machen wirklich sehr gut Schaden. Wir machen wirklich sehr, sehr gut Schaden. Das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Kommt schon, Leute. Ich will die Hauptstadt, verdammt. Ich will die Hauptstadt. Okay. Panzer, du solltest dich mal langsam reparieren gehen, habe ich gehört. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Vorstoß. Wir haben fast alle Garnisonstruppen rausgeballert, sind sogar noch an der letzten dran. Bulgarien kommt gerade zu Hilfe. Du bist doch überhaupt Bulgarien, oder? Ja, du bist Bulgarien. Na, komm schon. Wenn die Garnisonsarmeen weg sind, dann haben wir noch die Hauptstadt. Bulgarien, der Panzer, der soll sich mal zurückziehen. Komm Leute, druf. Druf, druf, druf. Mach die letzte weg. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jawohl. Okay, sehr gut. Und jetzt mit gemeinsamen Kräften dürfte es doch rein theoretisch machbar sein, dass wir die rausschießen. So, warte mal. Das hier... Komm, die haben da keine Garnison mehr. Das muss doch machbar sein. Das muss doch jetzt machbar sein. Kann ich noch irgendwas hochschicken? Kann ich noch irgendwas hochschicken? Hier, ich zum Beispiel. Was macht ihr hier? So, hochmarschieren. Was haben wir hier noch? Das sind größtenteils Flak, die brauche ich nicht.
So panzermäßig sind wir ein bisschen aufgebraucht, habe ich so das Gefühl. Ach, guck mal, Joten. Wir stören noch richtig viel hier. Ein bisschen Infanterie. Ein bisschen Infanterie hat noch niemandem geschadet. Okay, komm. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Die holen wir uns. Komm. Komm schon, Leute. Komm schon. Macht's weg. Macht's weg. Ein diplomatisches Angebot von den United States. Das ist ein bisschen teuer. Das Angebot nehme ich nicht an. Das schaffe ich auch alleine. Danke. Komm schon. Komm schon, Leute. Mach die doch weg. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Die haben doch nichts mehr. Da sind keine Garnisonstruppen mehr. Wo sind meine ganzen Panzer, ey? Die sind alle im Arsch, ey. Ich kann ja auch nicht mehr wirklich Schaden machen, das ist das Problem. Jetzt verlegt er da auch noch mehr Truppen hin. Er will natürlich seine Hauptstadt um jeden Preis halten, das ist natürlich nicht klar. Das ist natürlich klar, aber ich muss da irgendwie rein, ich kann es nicht ändern. Das meiste, was ich habe, ist halt Artillerie. Die treffen auch so schlecht. Das ist das Problem. Die treffen auch so schlecht. Ich glaube, ich brauche nochmal die Hilfe von Bulgarien. Ansonsten wird das hier nichts. Ja, der wird hier jetzt auch zerflügt werden. Gar keinen Sinn. Der wird hier einfach zerstört alleine. Der kann sich gleich wieder reparieren gehen. Der kommt gerade frisch aus der Werkstatt und ist gleich wieder im Arsch. Boah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir haben alle gar nicht so damit zerstört, aber wir kommen einfach nicht da rein. So, die beiden Panzer, die sammeln sich erstmal. Ich muss ein bisschen sammeln, das hilft nichts. Ah, da werden mit Sicherheit in naher Zukunft schon neue Garnisonsarmeen auftauchen. Verdammt, ey. Ich hatte gehofft, ich schaff's doch in der Folge. Ich hatte es gehofft. So. Alle nach da drüben verschanzen. Ja, und da sieht man schon wieder, da soll eine neue Garnisonsarmee entstehen. Sie ist im Bau. Wir müssen eigentlich jetzt zuschlagen. Wir müssten eigentlich jetzt zuschlagen. Oh, Bulgarien, wir könnten da doch jetzt rein mit deinen Panzern. Wir könnten es schaffen. Okay. Okay. Okay, neuer Vorstoß. Neuer Vorstoß. Go. Was? Nee, Freunde. Was ist hier los? Wieso fahrt ihr jetzt in alle möglichen anderen Richtungen? Ich habe euch einen ganz klaren Auftrag gegeben. Wieso befolgt ihr den nicht?
Wieso weigern sich meine Leute konsequent, ihren Job zu machen? So, was haben wir hier fertiggestellt? Eine Kaserne, das wird wahrscheinlich die bei uns unten gewesen sein. Oh nein, da ist eine neue Garnison. Ich krieg zu viel. Jetzt ist da eine scheiß verkackte neue Garnison. Okay, die müssen wir direkt wieder ausradieren. Okay, ich würde sagen, den Abschlusskampf um die Hauptstadt Serbiens, das werde ich auf die nächste Folge verschieben. Ich gucke gerade noch mal... Kann ich hier nicht vielleicht... Warte mal. Wie viel waren hier? 131.000. Wie viel kostet denn hier Lufteinheitenfabrik? Kann ich die hier dran bauen? Kann ich nicht. Das ist sensationell. Hier könnte ich die dran bauen. Okay. Okay, hier muss erst noch ein Flugplatz gebaut werden. Macht auch Sinn. Okay, dann bauen wir hier an der Südküste einen Flugplatz und eine Lufteinheitenfabrik, damit wir endlich auch mal selber Flugzeuge produzieren können. Ich denke mal, das dürfte recht gut vom Vorteil sein. Tja, und ob wir in der nächsten Folge die Hauptstadt von Serbien einnehmen können, das sehen wir dann. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.